Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für nun Donnerstag, den 18.06.2020. Und unser DAX hat irgendwie ein bisschen Knoten in den Schuhen drin. Der kommt weder vorwärts noch rückwärts. Das war zum Vortag ja schon so ein Rumgeeier gewesen. Ne? Hat man von Unsicherheit gesprochen. Schwächeanfälle haben wir gesehen. Das hätte eigentlich gut Potenzial gehabt, für unseren DAX unten rauszuarbeiten. Viele waren jetzt vom DAX enttäuscht, dass er nicht oben rausgekommen ist. Ich finde aber dafür, dass er ja eigentlich eine Vorlage nach unten hatte, nämlich aus diesen Schwächeanfällen vom Vortag heraus, hat er sich eigentlich schon recht gut gehalten. Na, also, das muss man sagen. Er hat auch auf den kleineren Zeiteinheiten noch ein steigendes Dreieck sogar gebaut. Das ist auch noch nicht ausgelöst, also das ist noch offen. Da wird, muss ich jetzt, das wird wahrscheinlich per Gap jetzt lösen, die Entscheidung, ob er oben oder unten rausgeht. Vielleicht sehen wir das auch auf dem kleinen Zeit, also auf dem 2-Stunden-Ebene nochmal. Aber ich wollte mit Ihnen jetzt erstmal im Tageschart anfangen, denn das erinnert mich halt einfach so ein bisschen auch an den Anstieg, wie er vorher hochgekommen ist halt. Ne? So gefühlt hat er sich immer nur so punktuell bewegt. Und am Ende stand er trotzdem immer wieder. Oft auch über Nacht, dann per irgendwelche Aufwärtsgaps. Das haben wir ja nun auch gehabt. Wir haben ja punktuell diesen Anstieg, den viele nicht kommen sehen hatten. So, und seitdem, wenn man versucht hat, Long aufzubauen, so richtig glücklich ist man damit nicht geworden. Ne? Und da kann es sein, dass es jetzt auch zum Abend raus hier wieder die ersten wieder rausgeworfen hat und er jetzt vielleicht sogar ein neues Aufwärtsgap reinbringt. Also, das wäre dann wieder typisch in der Bewegungsform. Ne? Und es würde auch darauf hindeuten, dass er das dann adaptiert, wenn er jetzt hier weiter hoch. Wenn er das denn macht, hätte er auf jeden Fall auch nochmal Platz, hier das Gap zuzumachen bei 9,25. Denn im Tageschart haben wir hier nicht viel. Da sind keine Barrieren dazwischen, wo man sagen kann, okay, ja, da wäre es jetzt wahrscheinlich, dass der DAX nochmal nach unten abdreht. Haben wir auf der Ebene nicht. Man könnte sich jetzt mit Fibonaccis noch was herleiten, aber ich bin immer nicht so ein Freund zu sagen, hey, da liegt ein Fibonacci, da muss der Markt jetzt drehen. Ich nehme das halt ganz gerne, wenn da irgendwie ein Cluster kommt, wenn er da irgendwas aufeinander. Also wenn sich's mit anderen Sachen einfach vermischt halt, ne? Dann ziehe ich das ganz gerne mal hinzu, aber so ist es mir halt auch an Bord doch ein bisschen alleine. So, jetzt gucken wir mal aber, was wir hier haben wollten. Wir haben gesagt, okay, geht der Markt drüber, geht er über dieses alte Hoch hier, die 4,35, 4,30, kann er weiter nach oben gehen, hat er gar nicht erst gemacht, ne? Hat die ganze Zeit da unten vorgesperrt, das heißt, der Long-Trigger wurde gar nicht erst aktiviert. In dem Falle sollte er seitwärts einfach rumspringen, bis er eben den Short-Trigger aktiviert. Der Short-Trigger ist auch noch nicht aktiviert gewesen. Von daher typischer Seitwärtsmarkt, relativ unspektakulär, das eine nicht wie das andere. Ich würde nun aber den Short-Trigger etwas runterziehen wollen, den Long-Trigger lassen wir genau da, wo er ist, denn das ist auch das steigende Dreieck, man sieht es leider hier jetzt nicht. Bisschen schade, dass ich Ihnen das da nicht zeigen kann, aber wenn Sie so ein bisschen gucken, sehen Sie das, ne? Sehen Sie das, die Hochspitzen hier, zack, 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 ist alles auf einer Höhe, ist alles auf einem Niveau, was für quer verteidigt wird von den Verkäufern. Die Käufer aber, sehen Sie, Tiefspitze, 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 Tiefspitze. Die kommen immer höher und höher und höher und höher, die Tiefspitzen. Und das ist immer so ein Anzeichen dafür, dass die Käufer halt zunehmend bereit sind, auch höhere Kurse zum Kaufen zu nutzen halt und auch tatsächlich ja auch kaufen und damit den Markt da hoch treiben. Und in dem Moment, wo der dann da oben durch diese Barriere platzt, die verteidigt wird, ne, die Jungs, die sind so und so long drin, die haben gekauft, die lassen das für sich laufen, aber die Leute, die hier gegenverkauft haben, die sehen sich geschlagen und ziehen sich dann zurück, ne, weil die Käufe natürlich dann hier auch mit richtig Druck halt durchgehen. Und dann haben wir hier oben einen Punkt, wo die Käufer sich A, bestätigt fühlen in dem, was sie machen, sprich sie kaufen zu, und B, die Verkäufer sich aus dem Markt zurückziehen müssen, weil ihre Positionen nicht für sie laufen halt, ne, und sie sich dann vor den Verlusten eben trennen müssen oder zumindest abhätschen und so weiter und so fort. Also wir haben dann, wenn so ein Ding nach oben knallt halt, im Grunde immer beide Parteien, die Verkäufer und die Käufer, dann in einer Position, dass sie den Markt nach oben antreiben. Und deswegen sind so steigende Dreiecke immer eigentlich ganz schön, weil sie meist ganz gut nach oben funktionieren. Das ist nicht immer so, aber das funktioniert doch sehr häufig. Und deswegen würde ich schon so sagen, hier, wir können vielleicht mal nicht unbedingt auf die 6,40 jetzt hier mit dem Finger zeigen, aber eine 5,60, ich denke, das ist drin, das wäre möglich, ja, eigentlich sogar auch mehr, warum nicht? Der kann schon 6,40, 700, kann er machen, warum nicht? Na, und ansonsten, Short Trigger würde ich jetzt hier, muss ein bisschen aufpassen, der erste Dip drunter, der wird es wahrscheinlich noch nicht, aber vielleicht so im Bereich um 300, 270.
Sollte der Markt da drunter gehen, würde ich dann davon ausgehen, dass unser DAX einen Rückwärtsgang antreten kann. Das würde dann wahrscheinlich nicht ganz so gerade erfolgen, wie das hier ist, weil wir haben ja Donnerstag. Donnerstage schlagen eigentlich immer ein bisschen mehr stärker hin und her. Na, sollten wir das dann vielleicht anpassen und sagen, okay, dann macht er vielleicht ein auf, irgendwo ein auf den hier. Erst gibt zu, dann nochmal hoch, hier 12,80, 12,100, 12,80, 12,40, ja, nee, so, nee, das passt nicht, das macht er nicht, das glaube ich nicht, also das macht der DAX eigentlich nicht, dass er die Trigger so direkt so durchrennt, vielleicht macht das echt ohne, also das würde passen, das würde vom Bild her passen, wenn er auf der 150 nochmal nach oben dreht, sieht ein bisschen komisch aus, aber das würde passen. Ja, vielleicht macht das ja tatsächlich so. Ne? 1,50, vielleicht ein bisschen drunter. Einmal anreißen, dann da oben wieder antäuschen. Kann durchaus auch nochmal eine 300 werden dann. Und dann Abflug Richtung 12.000 wieder. Das so mein Blick auf der Unterseite. Dann würden wir nämlich auch auf Tagesebene, wenn Sie den Tagesschart nochmal vor sich halten, würden wir dann unterhalb der letzten beiden Tageskerzen arbeiten. Und ich glaube, wenn das eintritt, er hat auf jeden Fall hier das ganze Volumen, was hier jetzt reingekauft hat, das kippt ins Minus halt. Ne? Das baut Druck auf den Markt auf. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass er dann nach unten segelt und dann später gegebenenfalls vielleicht sogar wieder in die Richtung hier vorstößt. Aber diese Woche wahrscheinlich nicht mehr. Ne? Wir haben ein bisschen im Hinterkopf, dass Verfall ist am Freitag und die Donnerstage vor den Verfallstagen. Das sind eigentlich immer die eigentlichen Tage, an denen die Bewegung für den Verfall gemacht wird. Es gibt immer viele, die sagen, oh, Freitag handle ich nicht, Verfall und so weiter. Eigentlich sind es immer die Donnerstage, die so richtig reingrätschen, die so gefährlich sind und die auch oft wehtun können halt. Ne? Und ich bin gespannt. Also dieses nach unten Anziehen in den letzten Kerzen, das kennen wir aus den letzten Wochen noch so gut. Wie oft hat er das gemacht? Sowas hier, hä? Sowas hier. Das ist, oder sowas hier. Ne, wie oft hat er das gemacht in den letzten Wochen, sich zum Abend nochmal runtergelegt und dann nach oben wieder rausgekloppt? Ich bin gespannt, wo er reinkommt. Also, wenn er per Aufwärtsgap kommt, ich glaube, oberhalb von 4,30, dann kann er ein bisschen durchdrücken. 5,60 ist erreichbar, 6,40 ist erreichbar. Sogar hier oben die Spitze ist erreichbar, 7,50. Und ja, warum soll er da noch umdrehen? Dann wird er wahrscheinlich auch hier oben ans Top nochmal dranrennen. Das muss man mit im Visier haben, das muss man ein bisschen mit im Blick haben. Und ansonsten geht er unten raus. Hier wäre dann, ja, das ist diese 12,150 eben nochmal dran, 12,150, 12,130. Vielleicht stabilisiert er sich dort nochmal, es würde gut reinpassen. Nochmal hoch an 2,70, 300 und dann Abflug Richtung 12.000. So, meine Erwartungshaltung für den Donnerstag. Bleibt da, geht er nicht drüber, geht er nicht runter, seitwärts. Und das auch ruhig so, wie das jetzt hier war. Hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Ne, wäre für den Donnerstag auch nicht ungewöhnlich. Ne, wäre sogar fast eher typisch für den Donnerstag, wenn er dazwischen bleibt. Aber es ist jetzt für mich kein neues Signal. Ne? Gab auch jetzt einige, die gesagt haben: Mensch, Martin, warum machen wir hier keinen Trade? Warum passiert jetzt hier nichts? Ja, müssen halt warten, müssen auf Signale auch warten halt, ne, dass der Markt dann kommt. Also das ging mir zu hoch, ne? Das ist ja definitiv hier zu viel gewesen. Das kam zu überraschen. Dann hat man hier oben ein Setup gestellt. Da hat er halt ein paar Punkte vorher gedreht. Das hat jetzt dann auch keinen Sinn mehr gemacht, daran festzuhalten. Mussten wir rausnehmen. Jetzt brauchen wir neue Signale im Markt. Ne? Müssen jetzt erstmal abwarten, dass der DAX hier ein bisschen wieder in Vorarbeit geht. Okay, Freunde. Also, noch keine Signale da. Dürften zum Donnerstag aber kommen. Haben Sie ein bisschen Respekt vor dem Donnerstag? Es ist ein Verfallsvortag. Und meine persönliche Erfahrung ist, dass wenn die Verfallstage komische Sachen machen, dann passieren die immer den ein oder zwei Tage vorher. Jetzt ist zum Mittwoch nicht hier viel passiert. Deswegen sollte man den Donnerstag da etwas mehr unter Verdacht haben. Okay? Gut, dann mache ich jetzt hiermit zu. Sie wissen soweit Bescheid. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg, gutes Gelingen. Und dann hören wir uns morgen nochmal. Bis dahin. Tschö.